Marie ist gerade einen 100-Meter-Sprint gerannt und so aus der Puste, dass sie gar nichts sagen kann. Kein Wunder, denn um zu sprechen, braucht es zunächst einmal Luft. Beim Ausatmen strömt die Luft auch durch unseren Kehlkopf. Und dort wiederum befinden sich zwei winzige Stimmlippen, auch Stimmbänder genannt. Die können wir durch die Luft aus der Lunge in Schwingungen versetzen, um dann Laute zu erzeugen. Fürs Sprechen braucht es aber noch mehr, zum Beispiel die Zunge, den beweglichsten Muskel unseres Körpers, sowie den Kiefer, den Gaumen, die Lippen und die Zähne. Super. Erst in ihrem Zusammenspiel werden die Schwingungen aus dem Kehlkopf zu Lauten, zu Gesang oder zu Wörtern geformt. Um die verschiedenen Laute zu erzeugen, kann unser Mund unterschiedliche Hindernisse für den Luftstrom formen. Für den Mitlaut P zum Beispiel müssen wir die Lippen schließen und für den Selbstlaut A den Mund öffnen. Aber sicher habt ihr schon gemerkt, mit Schnupfen sprechen wir undeutlich. Das liegt daran, dass wir auch unsere Nase brauchen, zum Beispiel für den Laut N. P.